So, heute Teil 3. Hallo erstmal. Teil 3 meiner vorläufig erstmal sechsteiligen kleinen Mini-Reihe zum Thema Diskriminierung, Ausgrenzung. Anlass des Ganzen war der Anschlag von Halle. Damals habe ich vor den paar Wochen, 3 Wochen sind es jetzt, habe ich gesagt, dass ich so ein klein bisschen zu beitragen möchte, dass ich es nicht mehr ertrage, schlicht und ergreifend, dass es immer nach dem gleichen Schema abläuft, große Betroffenheit, irgendwelche Zeichen werden gesetzt, irgendwelche zusätzlichen Hashtags werden im Facebook-Profil mit verwendet und das war's dann. Und das übliche Gesellschaftsdenken ändert sich nicht. Ich finde das irgendwie unzureichend. Das langt mir nicht. Ich bin der Meinung, dass wir alle etwas dazu tun können und mein Beitrag bestand bisher aus 2, heute ist der dritte Teil aus dieser kleinen Mini-Reihe, einfach um mal zu erzählen, wie ich selbst mit solchen Dingen umgehe, was ich da so in der Hinsicht alles schon erlebt habe. Ich habe angefangen am ersten Tag und habe so ein bisschen erzählt von der Beerdigungsrede anlässlich der Bestattung meiner Oma, wo mir ein Satz innerhalb der Bestattungsansprache von Herrn Pastor Florian Schwarz unglaublich viel erklärt hat, plötzlich so innerhalb der Beziehung zu einem bestimmten Menschen und auch innerhalb der Beziehung zu der Menschheit im Allgemeinen, was so das Thema Gleichberechtigung und Verständnis des Begriffs Gleichberechtigung angeht. Im zweiten Teil ging es dann darum, es war der gestrige Tag, da ging es dann darum, wann ich so richtig Scheiße gebaut habe, also wann ich selbst Vorurteile hatte, wann ich selbst auch rassistische Gedanken hatte, wie mir das aufgefallen ist, wie ich damit umgegangen bin. Also was der Auslöser war, was das Ganze verursacht hat und meine Analyse dazu, was man dann vielleicht auch, was du dir dann vielleicht auch so ein bisschen rausziehen kannst und vielleicht für dich selbst einfach mal gucken kannst, was passt dazu auch so zu mir, was kann ich da auch für mich so rausziehen, was kann ich da vielleicht so ein bisschen ummunzen. Ja, heute geht's noch mal so weniger emotional. Gestern war ein echt heftiger Tag, denn das war auch eine schwierige Situation, von der ich da berichtet habe. Heute geht's weniger emotional. Das heißt, es wird für mich auch weniger anstrengend und für euch hoffentlich auch weniger anstrengend sein. Ich möchte noch mal auf das Thema Diskriminierung, Ausgrenzung nochmal erstmal so wieder ein bisschen theoretisch eingehen und dann nochmal wieder ganz mit praktischen Beispielen, was mir da so untergekommen ist. Die Frage ist, ab wann empfinden wir Diskriminierung und ab wann empfinden wir überhaupt Ausgrenzung? Was ist das? Ab wann spüren wir das? Wann ist das da? Wann fühlen wir uns diskriminiert durch Ausgrenzung? Und was macht das mit uns? Und was macht das mit uns, wenn wir betroffen sind? Und was macht das mit uns, wenn wir es beobachten? Wie können wir damit umgehen? Als erstes einmal, Ausgrenzung an sich ist noch keine Diskriminierung. Hört sich jetzt eigenartig an, vielleicht so auf den ersten Blick, aber lass mich erklären, was ich damit meine. Nehmen wir mal typisches Beispiel Sport. Ich bin Couch Potato. Also ich bin so mehr so die Pflanze, die auf dem Sofa sitzt und gut ist. Ein bisschen Yoga, Schach ist der Sport meiner Wahl, aber ich bin nicht der Sportfreak. Bin ich noch nie gewesen. Jetzt ist es aber nun mal so, dass Sport im Leben eine Rolle spielt. Fängt an in der Schule. Sportunterricht oder auch auf dem Schulhof. Und dann geht es immer darum, dass dann Gruppen gebildet werden und dann wird man ausgewählt. Und was passiert? Natürlich werden natürlich die Leute ausgewählt, die mit Sport was am Hut haben, die besonders schnell laufen können oder besonders toll werfen können oder was auch immer. Dazu gehörte ich definitiv nicht. Ich war also dann immer unter den letzten dreien. War ja dann immer so, man wurde dann gewählt und irgendwie der klägliche Rest blieb immer übrig. Und ich war dann immer schon dankbar, wenn ich nicht immer die Letzte war, die gewählt wurde, sondern ich war immer unter den letzten dreien, aber nicht durchgehend immer die letzte, war ja auch schon mal ganz gut. Das heißt, ich wurde da sportlich gesehen ausgegrenzt, hat mich aber nicht diskriminiert. Also ich fühlte mich dadurch nicht diskriminiert, weil da einige andere Punkte fehlten. Es gibt also einmal diese sachliche Ausgrenzung,
die läuft nicht so gut, also wählen wir sie nicht. Jedenfalls nicht so zu Anfang. Oder die oder derjenige spricht nicht die tolle Sprache oder ist nicht besonders kreativ oder was weiß ich. Also hat fachlich in irgendeiner Form ein, in Anführungsstrichen, Manko. Manko in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen. Also dieses, aber objektiv ist dann Unterschied und es werden objektiv Unterschiede gemacht. Also ja, man wird dazu genommen oder man wird nicht dazu genommen. Das ist erstmal der objektive Unterschied, erstmal ohne emotionale Bewertung. Und jetzt kommt nämlich der zweite Punkt da rein, fühlen wir uns emotional betroffen? Bei mir war das nicht der Fall. Ich weiß aber, dass andere sehr gerne Sport gemacht haben. Mir war Sport ziemlich Latte Macchiato. Es gab aber einige andere Mitschüler, die fanden Sport toll und haben alles gegeben und wollten unbedingt, konnten aber nicht so, wie sie gerne wollten und waren dann eben auch schlechter angesehen. Und das hat was emotional mit ihnen gemacht. Sie wollten also, durften aber nicht. Das heißt, während mir das relativ gleichgültig war, bis auf die Tatsache, ich wollte nicht immer die Letzte sein, aber trotzdem, das ist für mich ein anderes Paket gewesen als für andere, die wirklich dahin gejagt haben und wirklich mit dabei sein wollten beim Sportunterricht und wirklich immer auf dem Schulhof mitlaufen wollten, in der toll als Erste mit ausgewählt werden. Ja, also das ist der emotionale Punkt. Wie reagierst du auf so eine Ausgrenzung? Und dieses, wie reagierst du darauf, das hängt jetzt davon ab, erstens, ob du emotional daran hängst und zweitens, ob du es dir sachlich erklären kannst. Also bei mir war die sachliche Erklärung sofort da. Also erstmal die emotionale Bindung an das Ganze war bei mir nicht vorhanden. Das war schon mal, deswegen fühlte ich mich sowieso nicht diskriminiert. Und ich konnte es mir sachlich erklären, weil ich bin nun mal nicht schnell gelaufen und ich konnte nun mal nicht toll werfen. Also fand ich es völlig logisch, dass ich immer zu den letzten dreien gehörte, die irgendwie gewählt worden sind. So der klägliche Rest, die müssen auch noch irgendwie untergebracht werden. Das war einfach so. Das war einfach so. Da hatte ich also meine Erklärung. Aber wenn du keine Erklärung hast, wenn du nicht weißt, wieso du eigentlich ausgegrenzt wirst, dann wird es schwierig. Also wenn du das nicht für dich erklären kannst, dann hast du ein Problem. Und ein noch größeres Problem wird es, wenn diese unterschiedliche Behandlung nicht ausgeglichen wird. Also wie gesagt, ich war sportlich absolut und wurde dementsprechend immer ganz zum Schluss gewählt. Aber es gab dann andere Bereiche, solche Spiele wie im Unterricht dann beispielsweise sowas wie Kopfrechnen. Wir hatten in der Grundschule hatten wir dann beispielsweise, unser Klassenlehrer war dann so, dass er uns hat alle aufstehen lassen, dann wurden zwei Gruppen gebildet und dann ging es ums Kopfrechnen. Und derjenige, die Gruppe, wo zum Schluss derjenige oder diejenige noch stand, hatte gewonnen. Und da bin ich dann immer mit ausgewählt worden, weil Kopfrechnen hat mir Spaß gemacht. Also Kettenrechnen, Kopfrechnen, klasse. Deswegen hatte sich das dann immer, da war ich immer einer der Ersten, die ausgewählt wurde, Sport immer einer der Letzten, Kopfrechnen immer einer der Ersten, so wenn solche Sachen kamen oder wenn es um kreative Sachen ging, so in der Pause irgendwie sowas mit Hüpfchen, also so Kästchen hüpfen malen oder irgendwie sowas, also so Zeichnen malen, hast du nicht gesehen? Da war ich auch immer einer der Ersten, die immer gefragt worden bin. Also das ist immer ausgleichend gewesen. Also diese unterschiedliche Behandlung wurde ausgeglichen. Und da waren dann Leute, die sportlich 1A waren, waren in dem Bereich dann nicht so gerne gesehen in den Gruppen. Also hatte sich das ausgeglichen. Also war das für mich alles in Ordnung. Also das ist so das Erste, was so grundsätzlich das ausmacht, ab wann du dich diskriminiert fühlst. Dass ich jetzt so frei sprechen kann, ist nicht so selbstverständlich. Und dass ich so meinen Weg gegangen bin, Grundschule, US, Realschule, Gymnasium war auch nicht so selbstverständlich. Ich bekomme auch ab und zu mal eine Frage, warum ich denn nicht studiere. Also es war dann für mich die Frage, gehe ich nach dem Abi, mache ich Studium oder mache ich erstmal Lehre und dann erstmal Beruf und dann erstmal selbstständig und vielleicht dann irgendwann mal als Rentnerin studieren. Das ist so mein Plan. Und ich werde ab und an mal gefragt, warum hast du nicht studiert? In der Regel kommen die Fragen von Personen, die selber studiert haben und bei denen das in der Familie völlig selbstverständlich war. Für mich war es nicht selbstverständlich. Ich habe mir das
erarbeitet und erkämpft. Und ich kann mit Menschen, die andere Personen, andere Menschen fallen lassen, wenig anfangen, auch aus diesem Grunde. Das fing bei mir an im Kindergarten. Ich hatte einen Sprachfehler. Und ab und zu kommt er auch heutzutage noch durch, wenn ich sehr erschöpft bin. Und es führt auch heute noch zu großem Gelächter, wenn dieser Sprachfehler bei mir durchkommt. Und zwar geht es um den S-Laut. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage Tasse oder Tasche. Völlig unterschiedliche Gegenstände. Einmal das Sch und einmal das harte S. Ich konnte das als kleines Kind ganz schwer artikulieren. Und als es dann an die Einschulung ging, kam dann auch die Einschulung, die medizinische Beurteilung und neben, ich wäre vorlaut und ich hätte Plattfüße und so weiter, kam dann unter anderem auch, ich habe einen Sprachfehler und es kam dabei raus, ich sollte auf die Sonderschule. Damals war das nicht so mit integrativer Schule, sondern es gab die gesellschaftliche Einordnung, normale Grundschule, und wenn du nicht gut genug bist für die Grundschule, weil du zu langsam bist, körperlich behindert bist, geistig behindert bist, dann bist du nicht gut genug für die Grundschule und deswegen kommst du in die Sonderschule. So, ich sollte also in die Sonderschule. Ja, meinem Vater war das, meiner Mutter war das, wenn die das so sagen, dann muss das wohl so sein. Haben sich also nicht großartig drum gekümmert, hatten auch keine Veranlassung, das irgendwie in Zweifel zu ziehen, nichts. Meine Oma hat es anders gesehen. Meine Oma meinte nur, ihr habt ja wohl alle einen Knall. Das ist ein Sprachfehler, da arbeiten wir dran und das kriegen wir hin. Und dann geht es hier ganz normal auf die Grundschule. Ja, und dann haben wir geübt. Und immer wieder geübt, Aussprache. SCH, SS, Tasse, Tasche. Es kommt heute immer noch vor, dass wenn ich sehr, sehr müde bin, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, anstrengende Zeit hatte, dass ich dann dieser Sprachfehler immer noch rauskommt. Besonders wenn ich emotional aufgeladen bin und ich dann was erklären möchte, jemanden, der mir was bedeutet, dass mir dann solche Fehler passieren. Und wie das dann immer so ist, wenn Fehler passieren, wird ja gerne gelacht. Also das hat mich mein Leben lang immer so begleitet, wenn ich dann so diesen Sprachfehler, wenn mir das dann nochmal unterkam, wurde sehr viel gelacht. Übrigens nach der Einschulung, also meine Oma hat es dann mit viel Übung mit mir geschafft, dass wir dann bei der Nachprüfung für die Einschulung sagen konnten, ja, der Sprachfehler ist so weit im Griff, dass Carmen auf die normale Grundschule gehen kann. Habe ich meiner Oma zu verdanken. Allen anderen Menschen war es egal in meinem Leben, meiner Oma nicht. Ja, das war also so die Situation für mich, wo ich gesagt habe, okay, es gibt Menschen, denen bist du egal, auch Menschen, denen du eigentlich nicht egal sein dürftest, die dich ausgrenzen, weil du nicht so bist, wie man erwartet. Das kann dir sogar von denen passieren, die normalerweise von Natur aus zu dir stehen sollten. Es gibt aber auch andere Menschen, die zu dir stehen, egal was passiert. Das ist eine Erfahrung, die hoffentlich jeder macht, der in irgendeiner Form ausgegrenzt wird im Leben. Witziger Hinweis dabei, 15 Jahre später, 15 Jahre nach meiner Einschulung, hat übrigens ein Zahnarzt nach einem Zahnarztwechsel bei mir festgestellt, oh, warum ist denn das bei Ihnen nie operiert worden? Wieso was? Ja, Sie haben da so, das ist doch nur ein einfacher Schnitt, das mache ich normalerweise bei Kleinkindern, bei Säuglingen wird das noch heutzutage automatisch gemacht. Sie haben so ein verlängertes Zungenbändchen, haben Sie denn noch nie Schwierigkeiten bei der Aussprache gehabt? Zum Wohl, ja, hatte ich. Hatte ich, dann hat er mich auch jahrelang immer bekniet, dass ich das Zungenbändchen doch dann bitte mal kappen würde. Ich habe es immer noch. Ich habe mich geweigert. Ich habe gesagt, wenn es irgendwann mal reißen sollte, gut, ansonsten bleibt mir das erhalten. Als mahnende Erinnerung daran, dass du alles schaffst im Leben, auch wenn alle anderen sagen, nee, funktioniert nicht, geht nicht, wird nichts. Ja, also mit Diskriminierung in gewisser Weise, mit Ausgrenzung, mit dem Fallen gelassen werden und vor allen Dingen mit den Menschen aufgeben, weil sie nicht so sind, wie man sie gerne hätte, kenne ich mich aus. Das ist nicht,
das erste Mal gewesen, war auch nicht das letzte Mal in meinem Leben, dass mir sowas passiert ist. Aber nun gut. Wie ist das mit dieser Diskriminierung? Wann fängt es an, weh zu tun? Wann tut es richtig weh? Also definitiv dann, wenn du eigentlich erwartest, dass du unterstützt wirst oder dass du verstanden wirst und das dann nicht der Fall ist. Weil das die emotionale ist. Das ist die emotionale Ebene, die dich dann triggert. Das ist also ein Punkt. Dieses Beispiel mit der Schule, dieses ganz normale Gruppierungen, dieses ganz normale sachliche, kann nicht gut laufen, wird zum Schluss gewählt oder ist total kreativ, wird zuerst gewählt, solche Sachen. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Jeder von euch, also auch du, wird das wahrscheinlich schon mal im Leben gehabt haben. In der einen oder anderen Hinsicht ist das bestimmt auch dir schon mal vorgekommen. Was also macht den Unterschied? Wann fängt es an, weh zu tun? Wann fühlt es sich an wie Diskriminierung? Wirklich, wenn dieses sich nicht erklären können dazu kommt. Also das mit dem Sport konnte ich mir erklären. Das war logisch, das war emotional auch nicht für mich so wahnsinnig aufwühlend. Vor allen Dingen gab es für mich dann auch den Ausgleich und ich konnte es mir erklären. Es war also auch eine sachliche Begründung. Kann nicht gut laufen, wird nicht gewählt. Gut. Aber wie ist das, wenn du dir das nicht begründen kannst? Wie ist das, wenn du ausgegrenzt wirst, ohne dir das sachlich erklären zu können? Beispielsweise, ein Freund von mir hat es so an sich zu sagen, bei mir steht immer eine Kanne Kaffee auf dem Tisch und jeder kann vorbeikommen, wie er will, jeder, wie er möchte. Und das ist auch so, habe ich häufiger erlebt, dass andere das eben auch gemacht haben bei ihm, gar kein Problem. Dann hatte ich einmal die Situation, dass ich was ganz Tolles erlebt hatte und das erzählen wollte. Bin dann auch bei ihm vorbeigefahren. Die Tür wurde aufgemacht, wurde begrüßt mit den Worten, was willst du denn hier? War unschön. Hat wehgetan. Ja, dann habe ich trotzdem versucht, das mit ihm zu teilen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Kam überhaupt ganz anders bei ihm an, als so, wie ich es empfunden habe. Okay, kann passieren. Aber im Laufe des Gesprächs kam wenigstens ein Grund heraus, warum er sozusagen am liebsten mich sofort JWH geschickt hätte. Und zwar kam ich zu einem unpassenden Zeitpunkt, was mir nicht bewusst war. Eins seiner Kinder hatte Geburtstag. War mir nicht bekannt. Ich habe dann darum gebeten, mir die anderen Geburtstage der Familie mitzuteilen, dass ich mir das dann notiere und drumherum auf gar keinen Fall in irgendeiner Form nochmal störe. Also es gehört zu den Geburtstagen, die ich mir sehr, sehr stark gemerkt habe. Aber das hat dann auch was verändert. Also erstmal so dieses, für mich ist das einmal so dieses Ausgrenzungserlebnis, was sich dann im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre immer wieder verstärkt hat und manifestiert hat, bei ihm jetzt, auch bei anderen Gelegenheiten. Aber in dieser einen Situation konnte ich dann wenigstens die sachliche Erklärung sozusagen mitnehmen und zumindest dieses eine Erlebnis ein bisschen abschwächen. Es gab auch andere Erlebnisse, also beispielsweise wenn du Gastgeber bist, auf einer großen Veranstaltung, auf einer öffentlichen Veranstaltung und dann mit deiner neuen Freundin so von Pärchen zu Pärchen und von Grüppchen zu Grüppchen gehst und deine Partnerin vorstellst und eine Person in der Reihe, die ganze Zeit da sitzt und die ganze Zeit darauf wartet, vorgestellt zu werden, fröhlich ignorierst und Tage ignorierst und über Tage und Wochen nicht die Partnerin vorstellst, obwohl mehrere Gelegenheiten sich angeboten hätten, dann fragt man sich natürlich auch, okay, woran liegt's? Habe ich eine Warze auf der Nase, sehe ich aus wie eine Hexe? Stinken meine Klamotten? Habe ich eine ansteckende Krankheit? Man fängt an, sich das dann zu überlegen und man fängt an, also ich fange an, ich muss ja erstmal nur von mir ausgehen, ich fange an, bei solchen Gelegenheiten dann zu fragen, was ist bei mir so abstoßend, dass ich so viel abschätzender behandelt werde als andere Personen? Die Frage stellt sich. Und da kommen wir jetzt gleich mal zum nächsten. Was macht es mit dir, wenn du immer und immer wieder zu hören kriegst, dass du
ja sowieso der kriminelle Ausländer bist, dass du sowieso nichts kannst, dass du sowieso nichts weißt, dass du sowieso unsportlich bist, dass du sowieso faul bist oder dass du hinter einem Mann hinterher wärst oder dass du eine Schlampe bist oder dass du hinter jedem Frauenrock hinterher bist. Was macht das mit dir, wenn du das immer und immer und immer wieder hörst? Und du das immer wieder richtig stellst und dir nicht zugehört wird, sondern dieser Vorwurf, dieses Abartige, was du überhaupt nicht mit dir in Verbindung bringst, immer und immer wiederholt wird und immer wieder manifestiert wird und dann auch gegenüber Dritten, die gar nicht beteiligt sind, auch noch immer wieder wiederholt wird. Was macht das mit dir? Also erstmal stimmt's traurig. Dann macht es wütend, es frustriert. Und dann hast du unterschiedliche Arten, wie du damit umgehen kannst. Also eine Möglichkeit ist, die ich vorziehe, irgendwie, also das ist mein Weg, mit solchen Situationen umzugehen. Ich versuche zu kommunizieren. Ich versuche zu kommunizieren, das, was du jetzt tust, tut mir weh. Das ist scheiße, was du jetzt machst. Das tut mir weh. Und ich versuche dann auch zu erklären, wieso es mir weh tut, weil ich häufig den Eindruck habe, dass mein Gegenüber überhaupt nicht versteht, wieso ich nicht so reagiere, wie er oder sie es gerne hätte. Also kommuniziere ich. Ich bin ja immer für die Kommunikation. Ich bin immer der Meinung, dass die Sprache das Mittel ist, mit dem wir erstmal alle arbeiten sollten. Und das versuche ich sehr hartnäckig, sehr, sehr hartnäckig. Wenn alles nichts klappt, wenn gar nichts klappt, dann hast du im Grunde genommen nur noch zwei Wahlen, es irgendwie zu verstehen. Also bei mir geht es um das Thema Verstehen. Entweder versuchst du es zu verstehen, indem du genauso handelst, so nach dem Motto Rache, wie du mir, so ich dir, beleidigst du mich, beleidige ich dich, pissst du mir ans Bein, piss ich dich ans Bein. Ich bin der Meinung, das bringt mich richtig weiter. Habe ich als kleines Kind mal gemacht, war mal so im Kindergartenalter, habe ich das tatsächlich, also ich, deswegen sage ich auch, das ist Kindergartenkacke, sich so zu verhalten. Habe ich das auch mal gemacht, aber seither bin ich der Meinung, bin da so seit der Kindergartenzeit irgendwie rausgewachsen aus diesem Verhalten. Eine andere Möglichkeit wäre wirklich zu versuchen, dieses nachzuvollziehen. Was bringt den anderen dazu, sowas zu sagen, dich so zu behandeln, als wärst du der letzte Dreck? Was bringt den anderen dazu, dich so zu behandeln? Und was auch noch eine Möglichkeit ist, ist tatsächlich zu sagen, irgendwie aufzugeben, sich selbst aufzugeben und wirklich zu sagen, okay, wenn alle sagen, dass ich so bin, wenn alle sagen, dass ich der letzte Dreck bin, wenn alle sagen, ich bin es nicht wert, dass man mit mir spricht, sondern lieber über mich spricht, dann muss es wohl so sein. Wenn alle sagen, ich wäre ein Dieb, dann bin ich wohl ein Dieb. Wenn alle sagen, ich betrüge, dann ist das wohl so. Wenn alle sagen, ich bin krimineller Ausländer, dann ich habe sowieso verloren, also kann ich es dann auch sein. Das ist dann so das Extrem, wo man dann so hingetrieben wird. Also es ist eine Frage des Verletztwerdens und wie man mit solchen Verletzungen umgeht. Ich habe beispielsweise mal ausprobiert, ich bin in der Hinsicht verletzt worden, auch sehr häufig in meinem Leben, dass ich bestohlen wurde. Ich bin mein ganzes Leben lang bestohlen worden von meinem Vater, der Geld unterschlagen hat bei mir, von Mitschülern, von vermeintlichen Freunden, von Bekannten. Es ging um Geld, es ging um Gegenstände. Querbeet.
Und ich dachte eigentlich, ich habe das so mehr oder weniger im Griff, so nach dem Motto, okay, das ist dann einfach so. Und dann ist es mir bei jemandem passiert, bei dem ich das nicht erwartet habe. Und dann habe ich auch immer wieder versucht zu kommunizieren und zu sagen, was das mit mir macht, dass da Ansagen nicht irgendwie eingehalten worden sind. Und als das alles nichts fruchtete, habe ich dann selber gesagt, okay, ich bin jetzt mein ganzes Leben lang bestohlen worden. Also irgendwie muss das irgendwie so eine Art Kick mit sich bringen. Was macht das mit anderen, wenn die sich so behandeln, wenn die dich bestehlen? Und dann habe ich gedacht, du musst es jetzt mal selber herausfinden, wie ist das, wenn du stiehlst? Das habe ich gemacht, es waren beschissene Zeiten. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, geh in irgendwie eine direkte Person beklauen, ist noch eine Hausnummer größer. Das können die anderen anscheinend locker flockig aus dem Handgelenk machen. Du fängst jetzt erstmal klein an, du gehst jetzt mal in ein öffentliches Gebäude und klaust dann eine Rolle Toilettenpapier. Weil beschissene Zeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, klau mal eine Toilettenrolle. Ja, habe ich dann gemacht. Und das war dann auch so. Dadurch konnte ich dieses Gefühl des Stehlens irgendwie nachvollziehen für eine kurzfristige Zeit, wobei ich wahrscheinlich zu anderen Schlussfolgerungen gekommen bin. Ich habe dann diese Klorolle, Toilettenpapierrolle mitgenommen und habe dann bei dieser Gelegenheit auch sowas wie Selbstrechtfertigung gefühlt, sowas wie öffentliches Gebäude, die haben sowieso nie was für mich getan, die haben sowieso mich immer im Stich gelassen, also kann ich jetzt auch mal wenigstens eine Rolle Klopapier, irgendwie so völlig verquert irgendwie erklärt. Und dadurch sowas wie innere Befriedigung gefühlt. Dann kam natürlich auch für mich die religiöse Rechtfertigungsschiene, so nach dem Motto, okay, Auge um Auge, passt irgendwie nicht und funktioniert alles eh nicht. Und außerdem hast du gestohlen, 1 der 10 Gebote gebrochen. Okay, also natürlich den Schaden ersetzt. Inzwischen habe ich statt der einen Rolle da 3 Rollen schon hingebracht. Also der finanzielle Schaden ist ausgeglichen bei der Behörde, bei der ich das gemacht habe. Und für mich war es einfach ein wichtiges Erlebnis, einfach mal nachzuspüren, was macht das mit jemandem, der stiehlt. Ich würde jetzt auch gerne, also für mich wäre jetzt wahrscheinlich auch mal wichtig zu erfahren, was macht es mit einem Menschen, der bei anderen ständig behauptet, sie würden irgendetwas tun. Also sie wären irgendwie Kriminelle, sie wären irgendwie potenzielle Vergewaltiger, sie wären irgendwie hinter Frauen oder hinter Männern her, wie sonst was, sie wären irgendwie pädophil veranlagt oder weiß der Geier irgendwas. Was macht das mit einem anderen Menschen? Also was ist das für ein Gefühl? Was ist da für eine Emotion mit verbunden? Aber davon nehme ich echt Abstand, weil dieses Gefühl mit dieser Klorolle, also Toilettenpapierrolle, die hat mir gezeigt, das ist ein kurzfristiges Gefühl der Befriedigung und der vermeintlichen Gerechtigkeit, die sich dafür einen ganz kurzen Moment einstellen mag. Aber im Anschluss ist ja immer noch die Verantwortung da. Also diese Möglichkeit bleibt mir verwehrt, etwas zu begreifen. Krieg ich emotional, moralisch nicht hin. Also nicht, dass ich mit dem moralischen Zeigefinger jetzt auf alle zeigen möchte, die aus Not irgendwie stehlen oder irgendetwas, in keinster Weise. Aber für mich ist das einfach nicht der Weg, um nachzuspüren, um zu erfahren, wieso Menschen sich so benehmen, wie sie es tun. Ich würde wirklich gerne verstehen, warum es Menschen gibt, die andere Menschen ausgrenzen. Ich verstehe es nicht. Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich meine nicht Dinge, die ich nicht verstehen will. Es gibt wirklich Dinge, die ich nicht verstehe. Ich bemühe mich immer, alles und jeden wirklich zu verstehen. Ich spreche mit den Menschen, ich spreche und spreche und spreche, höre zu. Und für mich gehört zur Kommunikation auch immer so, dass auch gehört werden. Sokrates hat mal gesagt, sprich, damit ich dich sehe. Und das ist es für mich auch. Also wenn ich nicht verstehen kann. Also für mich ist ganz viel mit Begreifen, hat bei mir ganz viel mit Kommunikation zu tun. Das ist ganz, ganz, ein ganz großes Thema bei mir. Wenn ich muss kommunizieren, ich muss den anderen hören und auch gehört werden, um eben so eine Verständigungsebene zu bekommen. Um dann eben auch gemeinsam Grenzen festzulegen. Ausgrenzung hat ja was mit Grenzen zu tun.
Und da ist die Frage, wer darf Grenzen festlegen? Und in unserer heutigen Gesellschaft ist es häufig so, dass irgendwer irgendwelche Grenzen willkürlich festlegt, einseitig festlegt. Und einseitige Grenzfestlegung, die gestehe ich unserem Herrgott zu, definitiv, weil er ist mächtiger als wir alle zusammen. Und ich gestehe sie bis zu einem gewissen Grad unserem Staat zu. Da Gesetzgebung erfolgt durch von uns gewählte Vertreter der Bevölkerung. Daher gestehe ich auch dem Staat zu, einseitig Grenzen aufzulegen, aufzustellen und zu sagen, bis dahin und nicht weiter, und dass da gewisse Grenzen befolgt werden müssen. Das sehe ich ein. Da sehe ich ein, dass da einseitig Grenzen gezogen werden. Aber bei allen anderen Dingen müssen Grenzen erstmal besprochen werden und Grenzen werden gemeinsam definiert. Also muss man miteinander sprechen und man muss sich austauschen. Und dann kann man gemeinsam sagen, das ist meine Position, das ist deine Position und wir treffen uns in der Mitte. Wobei mir beispielsweise auch sehr häufig unterkommt, dass dieses du musst dich auch mal bewegen, in der Regel von denen kommt, die sich nicht bewegt haben und die da selbstverständlich von ausgehen, dass die eigenen Grenzen schön fein gewahrt werden, aber kein Problem damit haben, die Grenzen anderer zu verletzen. Das ist auch so ein Ding, was ich nicht so nachvollziehen kann. Also das ist einfach so, ja. Also ich denke mal, das ist so ein Hauptthema. Wie können wir Diskriminierung erkennen, wenn wir nicht direkt selber betroffen sind, sondern sowas beobachten? Wie erkennen wir da, ob jemand ausgegrenzt wird, diskriminiert wird? Also als erstes mal brauchen wir da eine objektive Betrachtungsweise. Das heißt, wir müssen Fakten, 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 Fakten sammeln, so viel Informationen zusammenholen wie irgend möglich. Das ist für mich beispielsweise auch das Nonplusultra. Wenn ich mit jemandem zu tun habe, dann ist das für mich erstmal wichtig, wie ein Schwamm alles aufzusaugen. Das ist für mich eine natürliche Reaktion. Ich kenne das auch von anderen, sehr, sehr wenigen Menschen, die das können. Manche setzen es als Stilmittel, als vermeintliches berufliches Mittel ein, ohne zu wissen, dass sie das durchgehend eigentlich machen können, weil es von der Natur her so vorgesehen ist. Das ist eine Eigenschaft, die manche Menschen ängstigt. Ich kann da aber auch nicht zu, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann nehme ich alle Informationen auf, die derjenige mir gibt, sowohl verbal, also sprachlich, als auch nonverbal. Und sie werden sofort von mir verarbeitet und abgespeichert. Ein Beispiel, ein konkretes, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, muss ich diese Person nicht kennen. Also wenn ich einer Person erstmalig auf der Straße begegne, und also ich unterhalte mich mit jemandem und eine dritte Person, die ich nicht kenne, aber meinem Gegenüber bekannt ist, locker bekannt ist, kommt dazu und wir fangen dann ein Gespräch zu dritt an. Dann weiß ich nach dem Gespräch vermutlich von dieser mir bis dato unbekannten Person mehr als die andere Person, meinem Gegenüber, mit dem ich mich vorher unterhalten habe, von dieser Person, die er kennt oder die sie kennt, bisher wusste. Einfach, weil ich auf Nuancen achte und ganz schwierig. Das ist irgendwo mein Mittel, Gemeinsamkeiten zu finden. Also eine gemeinsame Kommunikationsebene zu bilden. Das fängt bei ganz einfachen Dingen an. Wenn ich jemanden, also eben im früheren Angestelltenverhältnis, beispielsweise war es so, gemeinsame Mittagspause. Ich kann bis heute, das ist jetzt schon zig Jahre her, ich kann bis heute nach wie vor sagen, wer welche Lebensmittel aus meinem Kollegenkreis mag, nicht mag, warum nicht, welche Allergien es gab. Und ich weiß das alles, das ist zig Jahre her. Und das war nur während des Mittagessens. Und das war's. Und trotzdem weiß ich diese Dinge noch. Also alles, was mir jemals gesagt wurde, wenn beispielsweise mal jemand mir sagt, ich fahre im Urlaub immer nach Italien,
oder ich habe Freunde in Wien oder in Berlin oder ich habe mal da und da gearbeitet oder ich liebe das und das Buch oder ich habe das und das Fernsehstück toll gefunden oder das Musikstück finde ich super oder die Band, dann ist das eine Information, die mein Gegenüber mir gibt und vergisst, dass er sie mir je gegeben hat. Weil das völlig unwichtig ist für denjenigen. Für mich ist das eine wichtige Information, weil das für mich ein kleines Puzzleteil ist, um eine gemeinsame eine Kommunikationsebene zu bilden. Und das macht manchen Menschen Angst, habe ich festgestellt. Leider. Ich kann nichts dazu, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich solche Sachen einfach aufnehme und wie so einen Schwamm absorbiere und dann auch noch Jahre später weiß. Hat Vor- und Nachteile. Es ist, ich kann mir gut Zusammenhänge merken. Also ich kann dann ganz genau erzählen, wie das Gesicht ausgesehen hat, wie die Mimik war, wie die Körperreaktion war, wie die Körperhaltung war in dieser Situation und verbinde damit auch sofort meine Emotionen, sowohl die Emotionen des anderen, meines Gegenübers, als auch meine Emotionen. Das ist so eine Art Spiegelung, die das Ganze auch noch verstärkt. Das heißt, für mich ganz extrem, wenn ich ausgegrenzt werde, dann versuche ich das erstmal zu versachlichen und dann erstmal herauszufinden, warum werde ich jetzt ausgegrenzt? Wieso, weshalb, warum? Gibt es da einen Grund für? Habe ich die Schweinepest? Oder was passiert? Also das ist irgendwie, das ist einfach, für mich ist das, ich nehme an, es ist auch eine Frage des Überlebens in gewisser Form. Also ich denke, es muss einfach Menschen geben, die relativ immun gegen solche Impulse sind. Das sind dann wahrscheinlich die Nachfahren von Personen, die mehr so das Bollwerk der Ruhe waren. Und es gibt andere, die mehr so auf jede Veränderung in der Umgebung geachtet haben und die solche Sachen dann aufnehmen und verarbeiten. Also für mich ist es wichtig, immer Fakten, 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 Informationen zusammensuchen. Und dann eben dieses, wenn du merkst, ein anderer wird ausgegrenzt, dann ist eben die Frage, wenn ich sehe, jemand wird anders behandelt als andere, dann ist die Frage, ist das Ausgrenzung, ja oder nein? Für mich macht sich das an zwei Sachen fest. Erstens, gibt es sachliche Gründe für die Ausgrenzung? Wenn ja, ist zumindest keine Diskriminierung beabsichtigt, sondern gibt einen sachlichen Grund. Das zweite ist die Person, die ausgegrenzt wird, dadurch emotional getroffen? Tut ihr das weh? Das kann ich nur empfinden und irgendwo nachvollziehen, wenn ich erstens selbst überhaupt irgendwelche Emotionen empfinde, wovon ich mal ausgehe. Die Mehrheit der Menschen sind keine Psychopathen, sondern wir alle haben ja irgendwo Gefühle und können mehr oder weniger Dinge nachvollziehen. Aber auch inwiefern wir Ausgrenzungssituationen nachvollziehen können oder auch nicht nachvollziehen können. Also ich kann mich in viele Dinge hineinversetzen und trotzdem sage ich, es gibt Dinge, da kann ich mich nur bis zu einem bestimmten Punkt hineinversetzen. Wie ist das, wenn ich alleinerziehender Vater bin? Oder wie ist das, wenn ich alleinerziehende Mutter bin? Keine Ahnung, ich habe keine Kinder. Ich kann mich zwar hineinversetzen, wie das ist, wenn man allein verantwortlich ist für alles Mögliche und alles alleine machen muss und niemanden hat, der einen irgendwie unterstützt und auch niemanden sagt, niemanden hat, der irgendwie sagen kann, hast du an das gedacht oder dieses gedacht oder überleg je das nochmal, sondern wirklich völlig allein für alles verantwortlich ist und dann eben in dem Fall offen für ein anderes Leben mit verantwortlich ist. Das kann ich alles nachvollziehen, weil ich das eben in einer anderen Konstellation selber erlebt habe. Und daher habe ich da so eine gewisse Art und Weise, das nachvollziehen zu können. Aber es ist für mich trotzdem nicht das Gleiche. Ich werde nie nachvollziehen können, wie ein Vater oder wie eine Mutter denkt, weil ich eben selber kein Elternteil bin. Also es gibt eine natürliche Grenze. Aber soweit es geht, gibt es halt die Möglichkeit zu versuchen, sich dort hineinzuversetzen. Ja, also das ist das, wann können wir erkennen, ob jemand ausgegrenzt wird. Und jetzt ist die Frage, wann sind wir bereit, andere Menschen auszugrenzen? Also jetzt mal Seitenwechsel, wann fangen wir an, andere Menschen auszugrenzen, also selber zum Schwein zu werden, zur Wildsau und andere Menschen auszugrenzen? Da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. Bei mir ist es dann wirklich so,
dass ich anfange, Menschen auszugrenzen, wenn ich gezwungen werde, mich zu wehren, dann fange ich an, Menschen auch auszugrenzen, weil dann ist bei mir irgendwo Schicht im Schacht. Und wenn ich mich bedroht fühle und das als Abwehrmaßnahme machen muss. Also wenn ich alles versucht habe, mehrere Gespräche geführt habe und auch das Gefühl habe, dass wir auf der gleichen Kommunikationsebene unterwegs waren, also es keine Ebenenmissverständnisse gab, sondern tatsächlich da irgendwo, es gab mal eine Situation, war eine lockere Bekannte, wo ich gesagt habe, wir haben ganz gute Bekannte, hätte ich mehr so zum lockeren Freundeskreis gezählt. Und wir hatten eine bestimmte Vereinbarung, dass mir was erzählt wird. Wenn irgendwas passiert, dann melde dich bei mir, damit ich darauf reagieren kann. Und daran wurde sich einmal nicht gehalten, dann wurde sich ein zweites Mal nicht dran gehalten, dann wurde sich ein drittes Mal nicht dran gehalten. Daraufhin habe ich dann auch mal gesagt, was das bei mir ausmacht und dass ich das blöd finde und dass ich das scheiße finde und dass ich jetzt eine Entschuldigung erwarte. Oh, ein Wort gab das andere, rauskam im Grunde genommen, dass ich ihr die Entschuldigung nicht wert war, weil sie der Meinung war, dass sie im Recht war. Ich kein Recht darauf hatte, anders zu fühlen, als sie es erwartete, wie ich zu fühlen hätte. Und das Ganze ging dann hin und her und ich habe dann für mich dann irgendwann entschieden, ja, da ich es ihr nicht wert bin, sich wenigstens bei mir zu entschuldigen dafür, dass sie mich wie Scheiße behandelt hat, muss ich mir nicht geben, muss mich nicht auf Dauer wie Scheiße behandeln lassen. Mache ich vielleicht bei ein, zwei wirklichen Ausnahmepersonen, wo ich sage, die Person ist es wert, eine Menge auszuhalten. Aber bei der Frau war es das nicht. Das war bei ihr nicht der Fall. Und daraufhin habe ich auch wirklich gesagt, Schicht im Schacht und habe den kompletten Kontakt ab sofort unterbrochen, abgebrochen und beendet. Notwehr. Das läuft bei mir unter Notwehr. Wenn mich jemand dauerhaft wie ein Stück Scheiße behandelt, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich schlage mit voller Wucht zurück oder aber ich sage, Kontakt abbrechen und wirklich sagen, wenn du dich in der Scheiße wohlfühlst, dann will woanders weiter, aber zieh mich nicht mit runter. Das sind so die Möglichkeiten, die ich dann habe, also aus meiner Sicht gesehen. Das ist so für mich dann so meine Art und Weise, mit solchen Dingen umzugehen. Also es geht immer darum, es geht also bei Diskriminierung geht's immer um Gefühle. Es geht immer um die Frage, bei Ausgrenzung, ist es tatsächlich eine Ausgrenzung aus sachlichen Gründen? Oder spielt da der Wunsch und der Wille mit eine Rolle, dass man selbst irgendwie was Besseres wäre? Und dass der andere irgendwie was Schlechteres wäre. Ein extremes Beispiel sind Pädophile. Pädophilie ist das Letzte. Aber ich unterscheide auch da zwischen dem Menschen und der Handlung. Ich würde also nie sagen, ich wäre irgendwie was Besseres als irgendein beliebiger Pädophiler. Ich bin allerdings auch der Meinung, ich bin auch nicht schlechter als irgendein Pädophiler. Also wenn dann zum Beispiel gesagt wird, dass man Pädophilie in dem Sinne tolerieren kann, solange die Person dazu steht, pädophil zu sein, aber dieser Neigung diesem Drang nicht nachgibt. Kann ich das absolut unterstreichen, kann ich teilen. Sehe ich auch so. Allerdings finde ich es dann schwierig, wenn dann in der gleichen Situation jemand, der kein Pädophiler ist und auch Gefühlen nicht nachgibt, dass diese Person dann schlechter als der Pädophile gestellt wird und schlechter als der Pädophile behandelt wird und
nicht als gleichwertiger Mensch angesehen wird. Also das ist so ein Beispiel, wo ich dann sage, passt irgendwie nicht. Aber okay. Naja. Ja, also das heute zum Thema Diskriminierung und Co. Morgen kommen noch ein paar Beispiele und morgen ist ja dann Tag 4. Morgen gibt es dann noch jede Menge Beispiele, auch nochmal so konkrete Beispiele. Wie ist das? Ich habe, ich bin zum Beispiel auch in der Schule, das war allerdings zu einem späteren Zeitpunkt, auch schon mal mit brennenden Zigaretten beworfen worden und angespuckt worden, weil man der Meinung war, dass ich mich für was Besseres gehalten hätte, was nicht der Fall war. Wie ich damit umgegangen bin, erzähle ich mir morgen. Und dann werde ich auch mal so erzählen, wie ich zum Beispiel als Kanackenfreund betitelt wurde. Und warum das für denjenigen, der das von sich gab, nie irgendwelche Konsequenzen hatte. Und was ich vermute, was die Person daraus gelernt hat. Und vor allen Dingen, was ich da für einen Blick auf Lehrkräfte bekommen habe. Ja, also das morgen. Morgen wieder 15 Uhr. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Ich hoffe, du hast das eine oder andere für dich rausziehen können. Bis morgen dann. Wir hören und sehen uns. Mach's gut. Tschüss.